Was up, Party People? Jo, wir müssen heute SML Spieltag 8 gegen die Werten Xieberger und Skidder ran und ihr merkt es vielleicht schon, weil er sich noch nicht, weil er nicht die Begrüßung gemacht hat. Kamas heute leider nicht dabei. Leider. Jo, Sache ist, soweit ich weiß, muss er noch zu einem Geburtstag. Und da wir jetzt schon Sonntag haben, heute hat mein VfB 6-0 gegen Nürnberg gewonnen. Schön. Ja, muss ich das halt jetzt alleine machen. Also, hier mal kurz durch. Ich stelle das Team vor. Ich habe heute diesmal auch das meiste alleine gebaut. Jo, wir haben erstmal hier den Fischkopf. Sache ist, da sind viele Ground Weaknesses. Wir haben Sublang, wenn wir sowas wie Gravity oder sowas draußen haben. Wir haben Pyroleo, wir haben Quirtle, wir haben Slimog, wir haben Boltros und Kognodon. Ja, zwei davon sind Low Tier, aber die meisten Sachen haben wir trotzdem mit EQ sehr gut. Einmal mit dem Moveset, das wir auf Wischiwaschi haben, treffen wir vieles sehr gut. Lugia's EQ trifft alles außer Fulipurba normal bis sehr effektiv. Ja, mit U-Turn können wir raus und dann haben wir noch Chesto Resto hier quasi dabei. Jo. Wir sind mit dem Investment schneller als ein uninvested Lapras. Und ich glaube, das soll eigentlich schon fast passen. Mit dem Investment hier. Jo. Next one. Wir haben Schniedel dabei. Mit dem Namen Schniedel. Schniesel, Schniedel, irgendwie sowas. Jo. Choice Band. Nock sollte eigentlich klar sein, weil wir jetzt schon wieder weniger Mons haben, die so Knockout resisten. Hier ist es 1 und das ist Geradax und der will nicht genockt werden. Wir haben eigentlich noch den Brick Break dabei. Sonst können wir eigentlich sehr oft hier Free Knockoffen. Icicle Crash haben wir noch dabei für Mons, die schon genockt sind und die wir dann noch anders hitten wollen. Oder zum Beispiel sowas wie Fulipurba, was schwer zu holen ist, wenn der. Wenn der irgendwie schon an plus 2 oder so ist. In der Death. Und da muss ich halt schlucken, weil ich gerade eben noch Abendessen hatte. Jetzt haben wir Sonnaconda. Oder ihr seht schon den Hurricane. Jo. Der Hurricane ist für das Livion. Und ich habe hier noch die falsche Wesen drin. Und zwar hatte ich hier Legs eigentlich drauf. Jo. Ja, damit der Hurricane noch ein bisschen mehr macht. Wir sind schneller als uninvested Fulipurba, kann es sein? Ich meine, es war Fulipurba. Ah ne, wir sind schneller. Wir sind so investiert, dass wir nach einem Rock Tomb, den wir schon sehen, schneller sind als alles. Also quasi wir einen Rock Tomb drücken und dann hast du schneller als das gesamte irische Team außer Scarfa. Jo. Die Rocks haben wir dann dabei, weil wir die halt noch legen wollen, weil da auch viele Rock Weaknesses drin sind. Wir haben Quirt, wir haben Pyroleo, wir haben Oricorio, wir haben Lapras. Das sind vier Rock Weaknesses in den Higher Tiers und das sind auch alles Mons, die viable gegen uns sind. Folglich, da will man schon gut hitten. Dann haben wir hier EQ mit Soft Sand, einfach weil es der Böller Move ist hier schlechthin. Habe ich vorhin schon gesagt, mit EQ treffen wir vieles hier gut. Und das Einzige, was wir mit EQ und Rock Tomb nicht so gut treffen, ist Fulipurba, dafür haben wir den Hurricane dabei. Jo. Jo, haben wir die Kurantes. Das Set ist wieder ein bisschen weird. Das ist ein Investment, damit wir. Also, Spezialangriffsinvestment ist, dass wir nach zwei. Erst quasi, wenn wir dann Sub sind, Leaf Storm auf den Switch-In von Quirtle. Nochmal Leaf Storm, wenn er drin ist. Und danach Giga Drain. Mit den drei Moves am Stück killen wir den dann. Ja. Dann haben wir die Superpower. Die Superpower haben wir hier dann für. Setup gegen zum Beispiel Slimog oder gegen Pyroleo. Saras gegen Pyroleo wollen wir eh nicht drin bleiben. Die Spätzdef ist für. Ich meine, es war Lapras. Don't judge me. Ich glaub, es müsste Lapras gewesen sein. Das Lapras ist uns nicht speziell wegcleant. Mit Ice Beam oder so. Ja, und Sub haben wir noch dabei, damit wir uns mit einem Sub verpissen können. Wir sind hier auch schneller, genauso wie man hier schon sieht. Gleicher Speed. Wir sind schneller als alles. Was langsamer als Lapras ist, uninvested. Jo. Dann haben wir den Abwehr-Tortu, den guten Namen. Ja, wir spielen endlich mal Body Press auf dem Ding. Immer noch keine Shell-Trap, dafür reicht meistens Moves jetzt nicht so ganz. Haben die Heavy-Duty Boots, damit wir in Rocks reinkommen. Haben Fire Blast, Body Press, EQ und Rapid Spin. Body Press eigentlich immer den Move to Click, weil die, soweit ich sie sehe, außer Oricorio keinen Geist haben. Und Body Press mit 405 Def, der böllert. Stell dir mal vor, irgendwie ein Kampfmove mit, ein 80er Kampfmove mit 405 Attack. Es tut weh. Und ist halt mit über Death. Ja. Und halt so Sachen wie da passen ja eher ein bisschen speziell defensiv, soweit ich weiß. Ich meine, es war jetzt oft genug gebaut, aber ich glaube, es war so.
Ja, und jetzt haben wir noch das letzte Mann dabei, und zwar es ist unser Mann, was wir in Subline reinwerfen können. Wir haben Nock, wir haben Gravity, wir haben EQ. Und ich habe vorhin gesagt, wenn wir Gravity draußen haben, macht Sonakon da so unfassbar viel Work hier. Ja, deswegen haben wir Gravity dabei. Wir sind vom Speed her so, dass wir auf Half Speed, glaube ich, alles outspeeden, was Uninvested. Also, ich habe Uninvested Zapdragon müsste es sein. Oder irgendwie sowas. Wenn wir auf Half Speed daneben sind, wegen Slow Start. Weil wir, wenn wir Element spielen, eh nicht höher kommen. Jo. Das müsste dann jetzt so passen. Dann können wir hier schön in die Kampfdinger gehen. Erstmal anfangen, wie hieß die nochmal? Der Weather Boys 187. Dann schauen wir mal, wie der erste SML-Kampf, den ich tatsächlich dann mal alleine mache, läuft. So. Schall ist drin. So, da sind wir drin. Okay, nicht dabei sind. Ich muss mal aufs Team nochmal gucken. Nicht dabei sind Galoppa. Lapras ist nicht dabei. Boltos ist nicht dabei. Slamok ist nicht dabei. Quirtle ist dabei. Wer ist noch Lower Tiers bei denen? Okay, ist dabei. Oh, ich habe das ganze Team ja nicht mehr im Kopf. Kurz mal hier. Wo habe ich denn das? Hier habe ich's. Meine Kadergrafik aufmachen. Maul ist. Anyway, Maul war im anderen Kader. Das kommt bitte. Also, Lapras ist nicht dabei, Galoppa ist nicht dabei, Gyarados ist nicht dabei, Slammer ist nicht dabei und Pampuli ist nicht dabei, okay. Und Boltros auch nicht. Jo, ich würde einfach mal sagen, wir können eigentlich dann theoretisch mit Fischkopf reingehen, weil ich weiß nicht, ob da jetzt unbedingt voll die Probe am Lied sein soll, würde. Und ich glaube, gegen alle anderen können wir eigentlich recht gut raus. Die einzigen Monster, die uns. Also, die, wir outspeeden drei von den Monstern, sind Kokkinen und Quirtle und Zapdragon mit Wischiwaschi. Heißt, wir mit Wischiwaschi rein. Jo. Und haben direkt das Matchup, auf dich, ab, ich absolut keinen Bock hatte. Aber wir haben in Eisbergsalat hier den perfekten Switch hin, das ist Erdbeer-Tortu. Ah. Da kommt der Nock. Den nehmen wir. Jetzt ist die Sache. Die werden jetzt einen Fairblast fühlen. Ich glaube, ich öffne mal für einen Body Press. Ich öffne mal für einen Body Press. Und dann gucken wir mal, wie es da so aussieht. So. Hier, also Body Press ist angeklickt. Wir sollten hier sehr guten Schaden anrichten können mit dem Move. Fine. Protect kommt, okay. Also, dass ich einen Body Press habe, nehme ich. Habe ich jetzt kein großes Problem damit, dass sie es wissen. Jo. Aber vielleicht denken sie, dass das unser einziger Take-Move ist. Wir gehen jetzt trotzdem auf den Fire Blast. Mal gucken, was da jetzt so reinkommt. Kann auch sein, dass jetzt natürlich Quirtle kommt. Weil ich natürlich Sandrakonda hier ganz gut. Ja, trotzdem einfach auf den Fire Blast. Er hat keine so krasse Spätzle-Quirtle, das wird ihm jetzt auch nicht so wenig machen. Zwar wenig, aber nicht so wenig. Und Livian macht uns ja auch nichts. Heißt, wenn er drin bleibt und uns irgendwie attackt, dann ist der weg. Außer hat natürlich einen Sash, aber. Fühle ich nicht. Und diesmal passt sogar mal der Icon hier, weil ich ja eher deine Zeug. Ja, Oricorio kommt und da kommt ein Fireblast und. Frisst schon mal gut, das können wir kurz mal kalken. So. Turtonade. Ich weiß mal nicht, wie rum man ihn schreibt. Ich finde es irgendwie schön, wie ja, 5 Sets bei ihm drin haben, die einfach alle anders heißen. Finde ich überragend. Und alle einfach SML-Sets. So, Oricorio, das ist Pao. Nee, Sensu ist das. Der hat auf jeden Fall defensives Investment. Also,
wie viel waren es? 43. Das könnte natürlich sein, dass der jetzt hier 4 HP hat. Ich würde das mit Assault West machen. Ne, Assault West ist ja schon mal nicht. Also, erst wenn der Offense ist, macht das dann. Der wird voll HP sein, irgendwie sowas. Vor allem ist der wahrscheinlich zum Defoggen oder so da. Oder wahrscheinlich einfach gerade die Dinger abfangen. Ich habe einen Body Press. Okay, er bleibt dran. Jo. Wir gehen einfach mal in Wischiwaschi. Okay, wir können ja auch in Schniedel gehen. In Schniedel und dann einfach Knockoffen. Können wir eigentlich machen. Weil das Ding wird halt Boots haben. Oh, ich gehe in Wischiwaschi und drück dann U-Turn. Das ist safer, weil wir eh langsamer sind. Hurricane kommt. Ja, den fress mal gut. Ich kann jetzt auch resten. Soll ich jetzt schon resten? Oder ich gehe einfach direkt in Schniedel. Wenn jetzt schon wie Schniedel einfach weiblich ist. Okay, nochmal Hurricane fressen, wären halt dann nochmal 40, wegen 25% die kleinere Form und Recovery kriegen wir nicht groß. Also gegen Quirtle kriegen wir die, gegen Cognon kriegen wir den gegen Zaplarang. Außer natürlich Jump Speed. Sonst kriegen wir hier keine Recovery danach. Sache ist, wir kommen auf die rein, wir haben jetzt nicht groß hier Dinger drin, nicht groß Pivots drin, ich auf den Rest. Okay, U-Turn kommt. Wahrscheinlich kommt jetzt Livion, tippe ich jetzt auch mal. Nee, das Ding kommt, okay. Sache ist, wir können jetzt nicht schneller sein. Will ich jetzt testen, ist ja die Sache, ne? Wir haben eigentlich den Free Switch in Regigigas und das machen wir auch. In Regibangas, oder? Können wir auch um was Toxen dann direkt. Mit Knockoff können wir Oricorio. Das einzige Moment, was wir also nicht sehr effektiv treffen können mit Regigigas, ist Livion. Folglich müssen wir den ein bisschen anhitten. Weil ja, ich könnte jetzt auch U-Turn, bis ich direkt auf der langsam ist. Nicht, aber. Ah! Ich mag das aber nicht. Ich mag das nicht. Dein Punch kommt, okay. Nehme ich. Wir können natürlich jetzt theoretisch die Gravity rauf. Aber wir können jetzt einfach. Ich glaube, ich Tox lieber. Bringen jetzt die Citrus. Können ihn erstmal toxen. Holen jetzt die Gravity raus. So, und jetzt können wir dem trotzdem guten Schaden machen. Ich jetzt halt auf den Knock, glaube ich. Oder ich auf Tox. Fuck. Ja, das Fahrrad verpredicted hier. Da habe ich ja mies verpredicted. Ja, das muss ich eigentlich throwen. Das ist ein bisschen kritisch jetzt. Wenn wir noch langsamer sind. Fuck. Aber ihr wisst schon, der schnellste ist 137 Speed. Sind aber noch knappe 70 weniger. Noch knappe 40 weniger als bei Wischiwaschi, aber ja. Aber wir können dann gleich in den Sandakonda gehen. Wenn er jetzt raus. Wenn er jetzt rausgeht, nehme ich das. Wenn er jetzt rausgeht, nehme ich das. Hab ich guten Speed wieder. Ich gehe auf EQ. Treffe ich alles mit? Mal so, Regigigas war jetzt nicht unbedingt das Wichtigste. Ich wollte nur das Ding mal anhitten. Dafür war Regigigas eigentlich da. Ich hätte natürlich jetzt schon im Knock auch EQen können, aber ich war mir nicht sicher, ob Livian reinkommt. Das ist das Problem an der Sache. U-Turn killed, okay. Ja, aber sie sind angehittet. Und was machen wir jetzt rein? Ich kann auf alles reagieren. Ich kann auf alles reagieren. Auf Quirtle gehe ich in Sanaconda, auf Kaidos gehe ich in Sanaconda, auf Oricorio gehe ich in Sneevil, auf Livion gehe ich in Tortonator, auf Zaplang der SE raus und auf Pyro gehe ich auch in Sanaconda in Wischiwaschi, eins von beiden. Ich kann auf alles reagieren. Torkoal kommt, okay. Könnte ich auch in Wischiwaschi gehen. Wer macht mehr von den beiden? So ein Fistiff Torkoal.
Wischiwaschi. Haben wir Fischkopf. Ohne Sonne. Machen wir 54 bis 63 mit Fischkopf, mit Sanaconda. Machen wir 50 bis 59. Folglich, das waren, glaube ich, ein bisschen mehr bei Wischiwaschi, ne? 50 bis 59. 50 bis 63. Das aber ist Anaconda. Wir hätten theoretisch noch die Möglichkeit mit dem, mit dem Rock Tomb und dass wir mal Rocks rausbekommen. Das wäre natürlich auch gut. Ich gehe in Anaconda. Soll ich den Hurricane jetzt drücken? Hurricane hat jetzt halt eine 100%ige Chance zu hitten. Und ich gehe auf den Rock Tomb. Wie sieht denn das aus? Sandaconda. Beim Slacks hier drin. Gegen Leafeon. Mit Hurricane. Hurricane plus Rock Tomb killt halt leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Also müssen jetzt Hurricane. Also mal, ich mach's auch. Ich mach's. Hier für den Hurricane. Ich gehe hier für den Hurricane. Leafeon kommt rein. Kriegt den Hurricane ab. Confusion. Aber der. Der ist aber AV, der ist auch AV, 100%ig ist der AV, der ist 100%ig AV. Und ein bisschen HP hat er auch drin. Oder kommt das hin? Entweder haben wir absolute High-Roll bekommen und der hat Full HP oder hat nur ein bisschen HP und wir haben eine recht niedrige Roll bekommen. Eins von beiden wird sein, wir können aber direkt wieder den Upward Tortue. Er kriegt einen Wish raus. Das ist, was er jetzt hochwischen will. Ich tippe jetzt auch mal, dass der Zapplan reinkommt, ich auf den Fire Blast. Fire Blast macht. Okay. Ah ja, leck mein Item, jetzt verstehe ich's halt. Ja, passt. Ehre. Jo. Der wird's Hurricane wahrscheinlich. Wir können ja schon mal nicht in Wischiwaschi. Wir hatten hier die me meistens. Wir können theoretisch in Schniedel. Auch wenn ich ihn nicht arg anhitten will. Der Hurricane hurtet halt massiv. Ich nehme Wischiwaschi. Vielleicht misst er ja oder so. Aber vielleicht tut er auch keinen Hurricane. Und Hurricane. Ja, aber wir können natürlich noch einmal mit der. Wir können natürlich noch einmal mit der Liquidation durch. Jo, Liquidation kommt durch. Wir kriegen. Den. Der droppt jetzt, oder? Jo. Okay, für Wischiwaschi. Der Fisch hat Bock. Ich finde es halt aktuell immer noch echt schade, dass wir die Rocks noch nicht draußen bekommen, draußen haben. Wobei die jetzt auch nicht an A4 rin bekommen, kriegen die gegen Kraidos vielleicht in. Wir kriegen die gegen Torkoal rin. Den anderen jetzt nicht unbedingt, vor allem Livia mit seinem Kack Wish Protect, das gefällt mir gerade nicht. Die müssen nachher wahrscheinlich müssen nachher Sneasel oder Tortnade halt Work machen gegen den. Vor allem ich will ja unbedingt meinen Knockoff nachher. Irgendwann mal. Irgendwann kriegen wir safe mal den Knockoff, kriegen wir den Knockoff mal raus und dann redet irgendwas mies damit. Okay, wenn der schon so reinkommt, ist er auch safe gescarft, oder? Wir haben halt viel Speed Investment, wir können jetzt auch einfach auf Liquidation gehen. Wir kommen gar nichts mehr rein, so gefühlt. Also wenn der jetzt gescarft, kommen wir eh noch in Quirtle rein und in Quirtle will ich lieber mit seiner Kondaktür rein. Ich probier's. Rockside kommt und wir droppen, okay. Ist akzeptabel. Ich gehe in so einer Konda und leg Rocks. Die Rocks will ich unbedingt haben gerade. Weil wie ich die Rocks unbedingt. Ja, ich will die Rocks eigentlich schon haben. Ich will die für Quirtle, ich will die für Eisbergsalat. Ja, mach mal. Wir haben auch die Windcurve auf unserer Seite. Sache ist, Kraidos mit Scarf. Wie hoch kommt denn der? Der ist mit Sneebel nicht schneller, ne? Wenn wir sagen 43 ist, mit Fullspeed kommt er nicht hin. Eisnarkon, das ist hier noch wichtig. Wenn wir jetzt nachher irgendwann nochmal. Also, wenn wir jetzt. Sag es.
Wenn es Anaconda, also es war Anaconda, könnte es sein, dass Livian reinkommt. Auf Livian. Ja, passt. Jetzt sind wir in Tortu. Wenn er jetzt in Oricorio geht, gehe ich sofort ins Diesel. Sofort. Wish kommt. So. Fireblast oder raus? Ich mach den Double, ich mach den Double. Er muss raus. Er muss hier jetzt raus. Er muss Angst vor dem Fireblast haben. Und natürlich, ich kann auch sagen, dass er protected, aber ein Icy Crash auf. Ich nehme. Icy Crash nehme ich auch. Talk. Das ist jetzt Kacke. Das ist jetzt Kacke. Kann jetzt sein, dass der jetzt hier. Dass der jetzt hier Dingern will? Dass der hier jetzt spinnen will. Aber der hat ja die Rocks. Der hat Rock Damage bekommen, ja. Ah, dieses Fully Power gefällt mir nicht. Ich in seiner Anaconda. Wir kriegen ja leider guten Schaden von den Dingen. Aber ich muss jetzt machen. Wir gehen hier auf den Rock Tomb. Aber Sache kann halt sein, wenn der mit Livian jetzt hier wischen will, kann auch sein, dass der nicht groß Speed hat. Was habe ich mit dem irgendwelche physischen Kalks? Okay, kritisch. Hätte ich doch hier auf Rocktomb gehen sollen. Ich gehe in Sneasel. Das wird jetzt unfassbar wehtun. Oder auch nicht, okay. Jo, ich knocke, oder? Ja, ich knocke, ich knocke, ich knocke. Ja, ich knocke. Tocke kommt. Knock Damage, hat kein Rocky mehr. Okay. Hier ein Tortonator. Der Frist ist gut, okay. Jo. Ich gehe auf eine Q. Okay, jetzt wieder ein Oricorio. Ah, das ganze Rumgeswitche gefällt mir halt gar nicht, ne? Weil ich halt immer free rumswitchen kann, gegen meine Mons. Ich auf den Fireblast. Perro kommt okay. Ich habe einen Body Press. Ich kann hier gerade nicht raus. Ich kann auf den nicht raus, da ich das wieder Wischiwaschi und Regigigas nicht mehr haben. Der Name einfach. Dickes Rippen an Adrian dafür. Ah.
Die, wir machen uns hier immer noch ein bisschen Schwierigkeiten gerade. Was mit Liefern weg ist, da hat Sanaconda Spaß. Uns lieber hat Spaß, wenn Quirtle weg ist. Ja. Hatte ich wieder gut gespielt hier. Ich habe einen Fireblast. Okay, Mist. Ja, so muss das. Fireblast Mist auch. Und dann mal Hurricane Mist. Und dann Fireblast Mist, oder? Jo! Einfach zwei Runden in einer Mist. Beides. Schön. Hurricane hittet. Fireblast hittet vielleicht auch. Bitte. Burn. Ah, schade. Jo, ich muss jetzt hier Albatorto abwerfen. Das ist echt nicht geil. Weil ich ihn eigentlich noch. Oh, ich brauch ihn eigentlich noch. Und er misst nochmal. Bitte, Fire Blast, go. Crit. Oh, Burn. Oh mein Gott, ja. Roost kommt. Komm durch, komm durch, komm durch. Hurricane jetzt oder der roostet jetzt? Der roostet jetzt hundertprozentig. Er roostet, ja, sehr gut. Ich gehe auf die Double in Sarkonda. Oh ne, wait, wenn er jetzt ein Quirtle geht. Quirtle ist angechippt. Ich, zwei Leaf Storms von Nurantis killen, aber. Muss in Sarkonda. Hurricane? Mist. Ah. Okay, ja, Moveset ist voll. Ja. Was kommt jetzt rein? Was kommt jetzt rein? Jetzt kommt wieder. Jetzt sind wieder Quirtle. Protect kommt, okay. Aber wir können jetzt hier Free Hurricane. Vielleicht nehmen wir eine Confusion. Nice, missen, so muss das. Ah, das Kack-Oricorio, ne? Okay, er bleibt drin. Dann muss ich es jetzt auch. Dann muss ich jetzt ausnutzen. Das muss ich jetzt ausnutzen, dass er jetzt hier. Ja. So, Lurantis. Wir gehen auf Zap. Will jetzt kein Toxic oder Mist. Toxic oder Mist. Kein Toxic oder Mist. Kein Toxic oder Mist. Bitte, 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 bitte. Auf welches ein Quirtle? Quirtle wäre jetzt perfekt. Quirtle wäre jetzt perfekt. Wobei jetzt auch der Wish draußen ist. Wir können auch Leaf Storm theoretisch. Wir können hier auch Leaf Storm. Okay, ja. Leaf Storm kommt, Nummer 1. Wir sind plus 2. Wir können jetzt hier probieren zu subben. Machen wir es nochmal. 50, okay. Wer Plum kommt, der sollte jetzt nicht so viel machen. Ja, Burn, okay, scheiße, aber na, nehmen wir. Kate der Giga-Drain jetzt. Was sollen wir jetzt haben? Ah, ne, der tut jetzt eh, er ist eh wieder Lava Plume. Geh jetzt auf den Giga Drain. Sag mal so, Burn ist besser als, Burn ist hier besser als so ein blöder Tox von Livian. Ich jetzt für den Giga Drain. Wir sollten eigentlich wieder ein bisschen hochkommen von den Health Points. Und auch allem ordentlichen Schaden machen, weil,
Warum nur ein bisschen weniger Bulk hat als Squirtle. Was wir vielleicht als kleinen Vorteil haben dann. Hat Lurantis Bock? Jo, Lurantis hat Bock. Jo, Lurantis hat wieder einen Kill, so muss das. Ah. Genauso wie ich es wollte. Zwei Leaf Storms müssen die ja Dandy killen. Schön. Jo, jetzt wird halt wahrscheinlich Pyro reinkommen. Tippe ich jetzt auch nochmal. Alles andere würde gar keinen Sinn ergeben. Wobei ich glaube, selbst wenn jetzt Oricorio reinkommt. Sache ist. Er kann jetzt eigentlich free. Er ist halt eigentlich free für Dinger gehen, für Fireblast. Wenn ich jetzt Torturb abwerf. Kann ich dann nach in Schniesel gehen? Killt der Nock? Sneasel. Und Pyroar. Nehmen wir mal den Z-Move hier weg, packen wir da einfach eine Grass Game Ruf. Nock macht 80 Min. 80 Min macht er. Ich waste jetzt Tortu. Fenster kommt okay, ja. Ach, ja, jetzt kommt die Scheiße wieder. Ich kann jetzt ja wieder in Oricorio gehen. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, ey. Ich muss eigentlich in Sneasel gehen, wenn jetzt ein Oricorio geht. Aber wenn er jetzt drin bleibt mit Flamethrower, dann ist halt unsere Wincon weg. Und Lurantis brauche ich noch. Für den hier. Wir gehen jetzt einfach komplett problemlos hier Leaf Storm können. Ich wüsste, da waren kurz mehr Eltern gerade in meinem Zimmer. Aber die Situation ist nicht besser geworden gerade. Jo, er hat eigentlich gerade keinen. Ich muss. Ich muss. Fuck. Jo, und das war jetzt der Los. So ziemlich. Weil wir den jetzt nicht mehr wegbekommen. Außer jetzt sind jetzt raus. Ah, geht der jetzt raus oder geht er nicht raus? Ich gehe jetzt auf eine Icicle. Er geht raus, Livian, kriegen wir den weg? Yachi kommt. Okay, der ist Spätzle dann. Passt. Wollte ich ihm jetzt einen Lurantis und Sam. Sub ist draußen. Unsere Dinger sind weg, unsere Lefties. Ist auf dem Leaf Storm. Ja, der vergisst mal Protein. Ich bin so dämlich. Ich bin so selten dämlich. Ich bin so selten dämlich. Ah, ja, da hab ich's da hab ich's verspielt. Ja, ich hätte First Finger auf den Giga-Den gehen müssen. Danach können wir es dann wieder boosten. Ja, Body Press macht nicht wahrscheinlich jetzt arg viel. Ja, 27. Ja, wir losen jetzt gegen das Ding. Und zwar komplett. Auch jetzt hier irgendwie eine Confusion oder so.
Ey, wie oft hat er jetzt heute schon gemisst? Ich glaube viermal, ne? Dreimal, ne? Und das Einzige, wo er mal getroffen hat. So. Confusion, bitte irgendwie. Wir haben es doch eh schon geloost, quasi. Confusion. Ich sehe auch keine Chat-Skin mehr gerade. Perfekt, yo, Protect und jetzt wäre keine Confusion. Jo, das losen wir gegen Divian, wie gerade eben schon gesagt. Ich kann gleich eigentlich in Oricorio gehen und einfach alles perfekt runterspielen. Und damit 4-0 für die Weather Boys hier. Ich habe es absolut scheiße gespielt teilweise. Ja, und wir droppen jetzt am Tox. Jo, dann wir stehen bei, glaube 3-5, ne? Wir hoffen, wie viele Games haben wir denn jetzt noch? Ich glaube, noch eins kann es sein. Ist dann schon wieder SMS-Season vorbei, oder was? Jo, wir spielen jetzt noch nächste Woche gegen Azula Korn. Und dann ist die, ist aber die SMS-Season schon wieder rum. Warum geht das immer so schnell, ey? Jo, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Dann läuft es vielleicht wieder besser, dann ist auch Karma wieder dabei. Und ciao.